Wir sind gut voran. Das kann man schon sagen. Es ist ein Glück, in einem Land zu leben, was wiedervereinigt ist. Das können wir gar nicht hoch genug einschätzen, weil wir auf der Welt überall das sehen, wie schwierig das ist und wie es immer angegriffen wird, unsere Demokratie und Freiheit. Und trotzdem hadern immer noch viele mit dem Zustand. Wir machen ja in Thüringen regelmäßig einen Thüringen-Monitor, seit Bernhard Vogel eingeführt, nachdem es mal einen Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge gegeben hat, messen wir jedes Jahr die Demokratiefestigkeit im Land, gemeinsam mit Wissenschaftlern von der Universität Jena. Und es ist so, ein großer Teil, größer als die 10%, die Sie aus Ihrer Erfahrung beschrieben haben, hadert mit der Demokratie und sieht sie nicht als die Form unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ein, die quasi unser Land ausmacht. Und deswegen sieht man, das ist ein dauerhafter Prozess. Und der mündet natürlich darin, dass die Leute zunächst für sich entscheiden, wie geht's mir? Bin ich gut angekommen? Wo ist meine Rolle in diesem vereinigten Deutschland? Und ich habe es ja vorhin beschrieben. Wenn die Leute über viele, viele Jahre wenig verdienen, nicht richtig zurechtkommen, sozusagen nicht ihren Lebenstraum vielleicht erfüllen können, weil sie eigentlich jeden Monat neu in Sorge sind, dann zweifeln sie, ob das die richtige Form ist des Zusammenseins. Und daran müssen wir arbeiten.